In der Kunst geht es ja um Selbstausdruck. Da lassen wir uns auch nicht so gerne reinreden. Wir wollen uns ja schließlich frei ausdrücken. Und da gibt es ja auch heutzutage keine Regeln mehr. Die moderne Kunst zeigt, dass auch Künstler Weltruhm erlangen können, auch wenn sie überhaupt nicht zeichnen können. Oder wenn sie mit völlig anderen Materialien arbeiten, wenn sie gar nicht mehr malen, sondern irgendwie mit Abfall irgendetwas kreieren. Also wir können uns eigentlich kaum mehr an irgendetwas festhalten, weil alles scheint möglich und alles ist erlaubt. Und das schafft in uns aber manchmal so eine falsche Vorstellung, dass alles, was wir tun, auch okay ist und dass es gut ist und dass keiner eigentlich uns dazu etwas sagen kann. Also ich finde diese Vorstellung wirklich sehr, sehr einschränkend. Ich kann nicht davon ausgehen, dass alles, was ich mache, Kunst ist. Es könnte Kunst werden und es hat Potenzial, Kunst zu werden. Aber wenn alles, was ich als meinen Ausdruck, meinen Selbstausdruck benenne, schon Kunst ist, dann wäre es irgendwie keine Kunst. Ich stelle mir das immer vor, dass wir unterschiedliche Bereiche haben, in denen wir uns weiterentwickeln können. Das heißt ja nicht, dass irgendetwas schlecht oder noch nicht gut genug ist an unserer Kunst, dass wir also in unserem Ego irgendwie verletzt sind, wenn jemand uns einen Ratschlag gibt. Es geht ja darum, das Entwicklungspotenzial wirklich zu sehen, was in unserer Kunst liegt. Und da das Feld der Kunstausübung so weit und so groß und so vielfältig ist, fällt es uns tatsächlich manchmal schwer, unseren Fokus richtig zu legen. Und dann hüpfen wir von einem zum anderen und ich spreche da ehrlich gesagt von mir selber auch. Ich bin nämlich auch jemand, der gerne viele verschiedene Sachen tut und davor zurückschreckt, einmal in die Tiefe einzusteigen. Also ich halte hier keinen Vortrag darüber, dass ich irgendwie das anders mache. Ich habe das nur bei mir selber festgestellt, dass mich das sehr, sehr viel weiterbringt, schneller weiterbringt, wenn ich verstehe, woran ich gerade arbeiten will. Ich habe für die Schüler meiner Masterclass dafür eine Art Schema mal gemacht. Das will ich dir kurz zeigen. Das sieht in etwa so aus. Das ist ein Kreis, der in 4 Quadranten aufgeteilt ist. Und in dem oberen linken Bereich steht gegenständliche Richtigkeit. Wenn ich etwas über die Welt lernen will, wenn ich etwas über den Formenreichtum der Welt lernen will, dann sollte ich vielleicht etwas Gegenständliches zeichnen lernen. Selbst wenn ich das nachher in meiner Kunst gar nicht ausübe, aber es schenkt mir so, so viel Einsichten in die Geheimnisse der Natur. Und die Natur ist eigentlich immer noch unsere stärkste Inspiration. Aber das gegenständlich richtig Zeichnen, das erfüllt uns oft auch nicht, weil wir vermissen dann sowas wie unseren Ausdruck. Und darum müssen wir uns auch bewusst kümmern. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, ich lasse mich jetzt einfach hier gehen und ich lasse es einfach aus meinem Innern so rauf hervorsprudeln. Wir müssen auch dem Aufmerksamkeit schenken, dem Bereich unseres Ausdrucksvermögens, der Fantasie, der Erfindungsgabe. Also wir müssten zum Beispiel lernen, auch aus der Fantasie etwas zu zeichnen, um innere Bilder auch zu malen. Und dann gibt es im unteren Quadranten unten links gibt es einen großen Bereich Bildgestaltung und Komposition. All das Gefühlte und Erträumte und die ganzen inneren Bilder, die müssen ja in eine Form kommen. Und dort müssen wir uns eigentlich mit der visuellen Bildgestaltung beschäftigen, zu sehen, wie wir Formen auf der Bildfläche arrangieren, sodass sie irgendwie kraftvoll zueinander sprechen, dass sie eine spannungsvolle Einheit darstellen. Und dann müssen wir eben sehen, ja, dann müssten wir uns hier um diesen Bereich Komposition mal ein bisschen kümmern. Und dann gibt es natürlich den anderen Bereich noch, und da geht es um Pinselschrift, um die ganzen wunderbaren Texturen, die wir dadurch herstellen, indem wir die Farbe auf unterschiedlichste Art und Weise auf die Bildfläche auftragen. Und ich finde das hilfreich, während du an deinen Arbeiten bist, mal dich zu fragen, wo bist du gerade dran? Was interessiert dich gerade? Das können natürlich auch mehrere Sachen sein, aber wenn du dich gleichzeitig mit vielen Dingen beschäftigst, dann kann es sein, dass du nicht genügend in die Tiefe kommst, also dass du dich nicht schnell genug weiterentwickelst. Es lohnt sich vielleicht, unterschiedliche Arbeitsbereiche zu haben. Einen Arbeitsbereich, wo du dich vielleicht um das Skizzieren kümmerst, ja,
einen anderen Arbeitsbereich, wo du dich darum kümmerst, mal aus der Fantasie etwas zu malen, also auch deinen inneren Bildern zu vertrauen. Das kann für Maler, die gewohnt sind, abzumalen, vom Foto wahrscheinlich auch abzumalen, kann das wirklich furchteinflößend sein, sich einfach mal diesen inneren Bildern anzuvertrauen. Und wenn du dich noch nie mit Komposition beschäftigt hast, weil du dachtest, das ist irgendwie ein rotes Tuch für dich, weil du denkst, das ist irgendwie verkopft und irgendwie analytisch und das behindert dich an deinem Ausdruck, dann solltest du vielleicht auch da einmal einen anderen Blick drauf werfen. In meiner Masterclass gehe ich natürlich in jedem Quadranten so in die Tiefe und führe meine Schüler ein bisschen weiter in ihrer Entwicklung. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man in unterschiedlichen Bereichen seine Fähigkeiten weiterentwickelt, ohne dabei in seinem Ego, also in seinem Selbstwertgefühl, irgendwie geknickt zu sein. Weil, seien wir doch mal ehrlich, also wenn wir uns vergleichen mit den großen Meistern, dann stehen wir nicht besonders gut da. Die hatten alle eine fundierte Ausbildung. Jahrelang haben die von alten Meistern kopiert und haben eine solide Grundausbildung bekommen. Die haben wir heutzutage gar nicht mehr. Von daher ist es ganz gut, sich einfach ein bisschen auch auf die Grundlagen zu besinnen, weil das hilft uns, dass unsere Bilder dann einfach auch stärker werden, dass sie ausdrucksvoller werden. Und dabei natürlich, wie immer, nicht den Humor vergessen, die Leichtigkeit und sich nicht ganz so ernst nehmen, sondern wirklich auch Freude an diesem Entdecken zu haben. Wenn du Lust hast, mehr darüber zu erfahren, wie meine Masterclass aufgebaut ist, dann kannst du gerne unten in der Beschreibung unter dem Video auf den Link klicken und dich da weiter informieren, welche Inhalte in meiner Masterclass enthalten sind. Ich danke dir für einen Daumen hoch für dieses kurze Video und danke, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann bekommst du immer gleich eine Mitteilung, wenn ich ein neues Video veröffentliche. Bis bald!